Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute wieder in Zusammenarbeit mit Bruder Michael aus Deutschland, der mich begleitet zu dieser wundervollen Sendung über die Impfquisition, zumindest die Einleitung in den Giftwahn, wo wir jetzt heute den dritten Teil von machen. Wir werden uns gleich weiter beschäftigen mit dem Interview von dem Autoren des Buches Viruswahn, Dr. Med. Klaus Könlein, wo wir ja schon 19 Minuten gehört haben. Da gehen wir in dem Interview gleich weiter. Sehr interessant. Die ganzen 51 Minuten, glaube ich, die es lang ist, sich anzuhören. Michael und ich haben das bereits gemacht, deswegen spielen wir es euch ja vor in diesem Video. Ich habe mir gedacht, ich werde nochmal anfangen mit ein wenig zu lesen in dem Buch, nämlich in Kapitel 2 aus dem Buch Viruswahn, die Machtergreifung der Mikrobenjäger, weil das saumäßig interessant ist und wirklich... Ich habe mir schon gedacht, dieses und ein paar andere Kapitel sowieso zu lesen in einem extra Video. Aber jetzt möchte ich erstmal Michael zu dieser Sendung begrüßen und dann werde ich vielleicht mal gleich anfangen, einen Auszug aus dem Buch zu lesen. Aber erstmal herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du den Weg wieder hierher gefunden hast, via Skype mich zu begleiten heute Abend. Ich freue mich, mit dir die nächste Sendung machen zu können und ich hoffe, dass es dir soweit gut geht. Ja, solange wir ja noch elektrischen Strom und Licht haben, ist das kein Problem. Solange finde ich den Weg noch. Na, wir sind ja auf dem besten Wege in die völlige geistige Umnachtung. Und solange es dann noch nicht so weit ist, bin ich jetzt hier. Ne? Deswegen hallo Jörg, hallo liebe Leute draußen. Tut was für eure Gesundheit, vor allen Dingen geistig. Und dafür sind wir, glaube ich, da. Und dafür hat der Herr Klaus Könlein, obwohl er ein Evolutionist ist und irgendwie sehr, sehr, immer noch sehr wissenschafts- ja, sollen wir mal sagen, wissenschaftsaffin ist zumindest, hat er auf jeden Fall hier schon mal ein gutes Buch geschrieben. Ne? So viel mal dazu. Also ja, dafür, dass er kein Christ ist, ist das ein sehr interessantes Buch geschrieben, aber man sieht halt immer wieder, wie sehr er in der Welt gefangen ist auf der einen Seite und wie wenig er von der Wahrheit der Bibel gegessen hat, leider. Wenn ich solche Leute treffe, ist das jetzt im Internet oder auch mal in Wirklichkeit oder sowas, dann finde ich es immer sehr, sehr schade, dass das keine Christen sind. Weil was könnten die anstellen, wenn sie das Wissen der Bibel mit ihrem studierten Wissen dieser Sache verbinden würden? Entschuldigung. Ich glaube, du hast jetzt gerade eben vergessen, dein Mikrofon kurz auszuschalten. Genau, das ist das, wenn man so viel Stunden arbeiten muss. Ja, genau. Ja, ich kenne das. Jetzt, also es ist sicherlich so, dass der Herr Dr. Klaus Könlein sehr, sehr viel Fachwissen hat. Vor allen Dingen praktiziert er ja heute immer noch. Das heißt, der Mensch hat ja auch eine ganze große Bandbreite an Lebenserfahrung mit Erkrankungen. Da kann man ja nicht hingehen und sagen, das ist jetzt ein reiner Theoretiker oder irgendein Schriftsteller, der ein Buch schreibt. Das Schöne daran ist ja, dass er praktizierender Arzt ist. Ja, das ist ja das Schöne daran. Deswegen finde ich das sehr bemerkenswert, dass in der heutigen Zeit, 21. Jahrhundert, eben dann auch jemand da ist, der tatsächlich dann noch den Mut hat, ja, so ein Buch zu schreiben. Denn ich denke auch 2005 war das schon relativer Mut. Vor allen Dingen hat er dieses Buch ja vor kurzer Zeit nochmal neu aufgelegt mit dieser Erweiterung über Covid. Und das muss man ihm schon so hoch anrechnen, finde ich. Ja. Ja, da stimme ich dir zu. Gut, also dann werden wir jetzt mal ohne großes weiteres Palaver, werde ich mal anfangen. Kapitel 2 auf Seite 63 in meiner Ausgabe aus dem Buch Viruswahn. Das Kapitel 2 zu lesen, das heißt die Machtergreifung der Mikrobenjäger. Dieses Kapitel beginnt mit ein paar Zitaten, wovon 4 in meinem Buch stehen und 3 in Michael seiner Ausgabe, die ja die 6. Auflage ist. Meine ist die erweiterte 10. aktualisierte Auflage. Die erste Aussage ist eigentlich sehr interessant. Das wäre eigentlich ein bisschen Wunschdenken von uns heute. Die kommt von Thomas Edison, der lebte zwischen 1847 und 1931 und eine sogenannte Erfinderlegende ist. Und der soll gesagt haben, der Arzt der Zukunft wird keine Medizin geben, sondern bei seinen Patienten das Interesse dafür wecken, dass sie sich um ihren Körper und ihre Ernährungsweise sorgfältig kümmern und über die Ursache und die Prävention von Krankheiten Gedanken machen. Ja, wenn wir in einer Welt leben würden, wo Thomas Edison Recht behalten hätte, dann wäre die Welt schöner, als sie heute ist. Jared Gason, Medizinhistoriker, sagt, die Schlussfolgerung ist unvermeidlich. Pasteur hat die Öffentlichkeit und auch seine engsten Forscherkollegen vorsätzlich getäuscht.
Aus einem Appell von 14 Top-Virologen der Ende, der Anführungszeichen unten und oben älteren Garde an die junge Forschergeneration aus der Zeitschrift Science vom 6. Juli 2001 lesen wir, Zitat, die modernen Labormethoden wie die PCR sagen nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welches Tier dieses Virus trägt oder wie es Leute krank macht. Es ist so, als wolle man durch einen Blick auf die Fingerabdrücke einer Person feststellen, ob sie Mundgeruch hat. Und von Irvin Chargaff, Mitbegründer der biochemischen Forschung und Gentechnologie aus dem Werk Das Feuer des Heraklit, lesen wir, Zitat, die Biologie ist grenzenlos und unsere Experimente sind nur Tropfen aus einem Ozean, der mit jedem Wellenschlag seine Form verändert. Das Kapitel beginnt mit dem Unterkapitel Pasteur und Koch. Zwei unter vielen Wissenschaftsbetrügern. Und ich möchte da eben nochmal in Erinnerung rufen, wir haben das Institut von Pasteur in Paris, das damals während seines Lebens noch gegründet wurde. Und als Beispiel dafür einen deutschen Gegengänger haben wir das Robert-Koch-Institut oder RKI, wie es heute immer abgekürzt wird. Und das sind also zwei ganz wichtige Menschen, die Pfeiler der heutigen Wissenschaft sind, wie sie uns in den allgemein zugänglichen Medien verkauft werden. Da müssen wir uns immer bewusst von sein. Und das sind Wissenschaftsbetrüger. Ich hatte letztes Mal noch angeholt, dass der Koch seine Arbeiten weggeschlossen hat und dass es nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Da hatte ich mir aber geirrt, das war der Pasteur, der das gemacht hat. Und inwieweit die jetzt betrogen haben, da geht jetzt dieses zweite Kapitel anfangs drüber. Und Michael wird mich irgendwann unterbrechen und sagen von so, Jörg, jetzt genug, jetzt fangen wir an mit dem Radio-Interview und machen damit weiter. Aber hier müsst ihr euch mal ein paar Absätze anhören. Pasteur und Koch, zwei unter vielen Wissenschaftsbetrügern. Welch abgehobene Stellung Louis Pasteur bereits zu Lebzeiten innehatte, verdeutlicht ein Zitat des Arztes Auguste Luteau aus dem Jahre 1887, das 8 Jahre vor Pasteurs Tod war. Zitat: In Frankreich kann man ein Anarchist, ein Kommunist oder ein Nihilist sein, aber kein Anti-Pasteurianer. Doch in Wahrheit war Pasteur kein Vorbild mit göttlich reiner weißer Weste, sondern ein ruhmsüchtiger Forscher, der von falschen Grundannahmen ausging und, Zitat, mit seinen beiden wichtigsten Experimenten die ganze Welt hinters Licht führte. Ende Zitat. Wie etwa das Fachmagazin The Lancet im Jahr 2004 schrieb. Jetzt mal eben ein Kommentar von mir hierzu. Das Fachmagazin The Lancet, eins der meist angesehensten wissenschaftlichen medizinischen Journale in dieser Welt, schreibt das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, dass Pasteur mit seinen beiden wichtigsten Experimenten die ganze Welt in das Licht führte. Das geben die öffentlich zu. Und auf der anderen Seite spielen sie in der Propaganda mit. Wie weit kann man diese Heuchlerei eigentlich treiben, bis die Menschen wach werden und begreifen, dass sie hier von vorne bis hinten hinters Licht geführt werden? Pasteur ging in seinem geradezu fanatischen Hass gegen Mikroben tatsächlich von der irrsinnigen Gleichung aus, gesundes Gewebe gleich steril, also keimfrei. Er glaubte allen Ernstes, dass es in einem gesunden Körper Bakterien nicht nachgewiesen werden könnten und dass auf Staubpartikeln durch die Luft fliegende Mikroben auch für alle möglichen Krankheiten verantwortlich seien. Als 45-Jähriger schwelgte er in seinem Ruhm, wie der Bakteriologe Paul de Kreuf in seinem Buch Mikrobenjäger schreibt, Zitat, und trompetete seine Hoffnungen in die Welt hinaus. Es muss in der Macht des Menschen liegen, dass alle durch Schmarotzer, also Mikroben, verursachten Krankheiten von der Erdoberfläche verschwinden. Ende Zitat. Doch wie Sir Pasteur irrte, wurde nicht zuletzt durch Tierversuche, in denen man Tiere völlig keimfrei hielt, widerlegt. Schon die Geburt erfolgte bei den Tieren per Kaiserschnitt. Anschließend sperrte man sie in mikrobenfreie Käfige und gab ihnen sterile Nahrung. Und schon nach wenigen Tagen waren alle Tiere tot. Bei keimfrei aufgezogenen Ratten war vor allem der Blinddarm krankhaft vergrößert, angefüllt mit Schleim, den normalerweise Mikroben abbauen. Darüber hinaus hatte, zwischen Anführungszeichen, Tricky Louis, also Louis Pasteur,
Selbst bei seinen Impfexperimenten, die ihn in den Olymp der Forschungsgötter aufsteigen ließ, bewusst gelogen. So behauptete Pasteur 1881, er hätte Schafe erfolgreich gegen Milzbrand geimpft. Entschuldigung. Doch nicht nur weiß niemand, wie Pasteurs Freilandversuche mit den Schafen vor den Toren Paris wirklich abliefen. Auch hatte der Nationalheld der Grande Nation, wie sich später herausstellen sollte, die Impfstropfmixtur von dem Forscherkollegen Jean-Joseph Truissant, dessen Karriere er zuvor durch öffentliche Verbalattacken ruiniert hatte, schlicht und einfach klammheimlich abgekupfert und dann als seine eigene große Entdeckung verkauft. Ich glaube, Michael, dass Louis Pasteur und Albert Einstein Brüder im Geiste waren. Mal eben so nebenbei bemerkt, wenn es um Betrug geht. Nicht weniger ernüchternd der genaue Blick auf Pasteurs angeblich so erfolgreiche Versuche mit einem Tollwutimpfstoff im Jahre 1885, die, wie sich ebenfalls erst viel später herausstellen sollte, wissenschaftlichen Standards überhaupt nicht genügten und somit schlicht untauglich waren, um die Lobeshymnen auf sein Impfstoffgemiss zu stützen. Dabei dürfte das, was Pasteur als Superimpfstoff präsentierte, die Tollwut eher ausgelöst als sie verhindert haben, so sagt der Wissenschaftshistoriker Horace Judson. Dass darüber jahrzehntelang nicht debattiert wurde, lag besonders auch an der peniblen Geheimnistuerei des berühmten Franzosen. Zu seinen Lebzeiten gewährte Pasteur absolut niemandem, nicht einmal seinen engsten Mitarbeitern, Einsicht in seine Arbeitsaufzeichnungen. Und Tricky Louis verfügte gegenüber seiner Familie, dass die Bücher auch nach seinem Tode für alle geschlossen bleiben sollten. Auch damit verletzte Pasteur die wissenschaftliche Etikette schwer. Solide Wissenschaft lebt von Offenheit und der Möglichkeit, dass andere Forscher die gemachten Aussagen überprüfen können. Erst Gerald Geissen, Medizinhistoriker an der Princeton University, bekam im späten 20. Jahrhundert die Gelegenheit, Pasteurs Niederschriften zu durchforsten und machte den Betrug 1995 publik. Also das ist das, was ich bereits in der letzten Sendung sagte und an Robert Koch erst gewiesen hatte, aber das war halt Pasteur, wie wir jetzt lesen. Dass es zu diesem Schwindel kam, kann derweil nicht wirklich verwundern, denn Geheimnistuerei ist das genaue Gegenteil davon, nämlich eine der typischen Spielarten, um unabhängige Kontrolle und Überprüfungen auszuschalten. Das hat zur Folge, dass überall dort, wo keine externen Kontrollen von unabhängigen Experten stattfinden können, Betrug Tür und Tor geöffnet ist. Und jetzt überlegt mal, wie viel unabhängige externe Kontrollen gibt es von den ganzen Behauptungen des Viruswahns, der uns heute im Jahre 2020, 2021 und wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr 2022 umgibt. Wie viele externe Kontrollen, wie viele wirklich unabhängige andere Studien, die die Ergebnisse, die uns tagtäglich um die Ohren gehauen werden, auch tatsächlich verifizieren können, also bestätigen können. Forscht das mal nach. Der Autor fährt fort und sagt, dies kann man aller Orten beobachten. Ob nun in der Politik, bei Organisationen wie dem Internationalen Fußballverband FIFA oder eben auch der Gemeinde der Wissenschaft, die vom Glauben beseelt ist, sie habe ein Recht auf üppige staatliche Forschungsförderung und zugleich darauf, von öffentlicher Kontrolle befreit zu sein. So Judson. Man bedenke hier auch, dass letztlich niemand in der Lage ist, den Forschern bei ihrer Arbeit über die Schultern zu schauen und zu sehen, ob die Daten auf ehrliche Weise aufgezeichnet werden. Man muss also einfach darauf vertrauen, dass sie wahrheitsgetreu vorgehen. Doch wie eine 2005 in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Umfrage unter Wissenschaftlern ergab, räumte ein Drittel der Forscher ein, sie würden betrügerische Aktivitäten nicht scheuen und etwa Daten, die ihnen nicht passten, einfach beiseite schieben. Zugleich ist ein wichtiges Element von Wissenschaft verloren gegangen, denn praktisch niemand macht sich noch die Mühe, die von den Forscherkollegen präsentierten Daten und Ergebnisse auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Solche Qualitätschecks werden mit Zeit- und Geldverschwendung gleichgesetzt und daher auch nicht finanziert. Stattdessen ist man voll und ganz damit beschäftigt, dem Neuen und damit dem, was hohe Profite verheißt, nachzujagen. Wobei gerade in der heutigen Zeit viele Experimente so kompliziert aufgebaut sind, dass sie gar nicht nachgebaut und damit exakt überprüft werden können.
das macht's den Forschern sehr leicht, sich zu sagen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, warum soll ich nicht betrügen? Zwar könnte man meinen, dass das sogenannte Peer-Review-System Betrug weitgehend ausmerzt. Es wird gemeinhin noch als eine heilige Säule des Wissenschaftstempels betrachtet, welches die Einhaltung von Qualitätsstandards verspricht. Doch in der Form, wie dieses Peer-Reviewing seit Jahrzehnten praktiziert wird, ist der Wurm drin. Dafür muss man sich nur vergegenwärtigen, wie es funktioniert. Und das hatten wir bereits in der letzten Sendung besprochen und deswegen werde ich diese Lesung hier soweit unterbrechen. Michael, bist du eigentlich noch da oder ist Skype weggefallen inzwischen? Nee, ich bin da. Ich habe geguckt in meinem Buch. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Deswegen habe ich jetzt gerade mal ein paar andere Sachen im Buch gelesen. Aber ich denke, wir sollten dann auch mal ein paar Sachen beleuchten, die hier nicht in dem Buch stehen. Beispielsweise die erste Geschichte, dass der Herr Pasteur eben gar kein Arzt gewesen ist. Der war Chemiker. Ja, also der hatte jetzt nicht so das Wohlergehen des Menschen irgendwie so im Fokus. Der war einfach Chemiker. Chemiker, Physiker, Biochemiker, Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie. Aber er begann als Chemiker. Und das sollte man, glaube ich, auch mal so denken. Die meisten kennen ihn ja nur wegen Milch. Ja, pasteurisierte Milch. Ja, frag mal jemanden, pasteurisiert, da weiß ja jeder Pasteur, ach, das ist der mit der Milch. Ne? Ich meine, darum ist er eigentlich bekannt, dass er eben Moleküle von Lebewesen und so weiter, Mikroorganismen, das kommt ja eigentlich erst in zweiter Position bei ihm raus. Das ist die Nummer eins sozusagen. Der Mann ist Chemiker und der Mann hat eben niemals in irgendeiner Art und Weise, also soweit mir jetzt bekannt, niemals irgendwo als Arzt praktiziert oder gelernt. Ja, der ist letzten Endes ein absoluter Theoretiker und hat eben seine Doktrinen und seine, sagen wir mal so, seine fixen Ideen. Und eins seiner bekanntesten Zitate heißt ja auch, das Milieu ist alles. Das soll ja angeblich ja dann auf dem Sterbebett gesagt haben. Ist ja dann auch wieder nicht überprüfbar. Ne? Aber das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die... Nee, was er auf dem Sterbebett gesagt haben soll, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, das ist, die Mikrobe ist gar nichts, aber der Nährboden ist alles. Genau, das Milieu, also die Umgebung ist alles. Und damit wären wir natürlich auch genau bei dem Thema dieser ganzen sogenannten Impfungen, was wir in der letzten oder vorletzten Sendung schon hatten, eben mit dem, ja, mit den Lebensumständen der Menschen, ne? Wie viele Möglichkeiten die jetzt haben, sauberes Trinkwasser zu bekommen und solche ganzen Geschichten. Ne? Das ist ja genau dann der Punkt. Genau. Dieses Zitat ist aber auch nur eine Wiederholung. Das hat davor schon jemand anders gesagt. Steht in dem Buch auch irgendwo drin, wo das Original herkommt. Der Pasteur hat das nur aufgenommen. Ja? Mhm. Und man muss sich mal eben vorstellen, was ist das Originalzitat. Ja, okay, danke. Man muss sich nur mal eben vorstellen, was die Implikationen dieses Zitats sind. Die Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist alles. Letzte Sendung hatten wir ja darüber gesprochen. Das Immunsystem. Wie kann ich das Immunsystem stärken? Durch dem Körper Vitamine und gesunde Nährstoffe zuzuführen, gesunde Nahrung zuzuführen, frisches Obst, frisches Gemüse, frisches Wasser, Bewegung, Sonnenlicht. Genau diese ganzen Dinge, die uns mit diesem Lockdown letztes Jahr verwehrt geworden sind. Und genau diese Dinge, die uns die Industrie nicht verkaufen will. Weil die Industrie hat ja kein Interesse daran, dass du jeden Tag drei Äpfel isst. Und eine halbe Melone. Es ist ja nicht nur die Industrie, es ist ja auch noch die Industrie der genmodifizierten Nahrung. Da kommt ja einiges zusammen. Es lässt sich ja auf jeder Ebene Geld mit modifizierten Sachen verdienen, wo halt einfach keine Nährstoffe drin sind. Beispielsweise riesengroße Tomaten oder so. Ja, das lässt sich ja nicht nur auf die Medizin applizieren, sondern es geht sich ja auch hier um Nahrung. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ja, und auch den Menschen zum Beispiel Mikrowellenherde zu verkaufen, die, wenn du da Essen reinmachst, dass durch die Mikrowellen die ganzen Nährstoffe zerstört werden. Das erzählt dir niemand, ne? Aber das Essen, was du aus der Mikrowelle rausholst, wenn du es da reingetan hast und die hast arbeiten lassen, das ist einfach nur Füllstoff. Da ist kein Nährwert mehr drin, da sind keine lebenden Vitamine mehr drin und nix. Das ist einfach nur Füllstoff, das den Magen füllt. Ja. Und wie viele Menschen machen in der heutigen Zeit, die ja so schnelllebig ist und wo alles nur um Arbeit geht und alles schnell, schnell, schnell machen und Essen gegessen wird irgendwie zwischendurch, wie viele Menschen gebrauchen nicht die Mikrowelle tagsüber schon auf der Firma, zum Beispiel um sich Essen warm zu machen, abends, wenn sie nach Hause kommen. Ich habe es ja früher selbst gemacht, bevor ich das wusste. Und man stopft sich im Grunde nur mit Füllstoff vor und entsagt dem Körper alle lebensnotwendigen Nährstoffe, die er eigentlich braucht. Ne? Mhm.
Ja, das war wie gesagt Punkt 1 mit Louis Pasteur. Der zweite Punkt ist, dass auch wissenschaftliche Institute und jetzt auch wissenschaftliche Printmedien mittlerweile auch total unterwandert sind. Wo du eben The Lancet benannt hattest, da ist mir ein Fall bekannt, dass da eine Redakteurin dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen hat. Ich bin gerade dabei, das zu suchen, aber ich kann das nicht so schnell auf meinem Computer finden. Steht in dem Buch auch drin, glaube ich. Ah, ja, das mag ja, sein. Ich glaube, das ist am Anfang in einem der Vorworte, was ich hier mit drin stehen habe. Dass das da mit drin steht, da von also der. Von daher muss man fairerweise dazu sagen, meine Ausgabe ist eben schon so über so 15 Jahre alt sozusagen und ein bisschen modifiziert und das ändert sich jetzt alles. Also die ganzen wirklichen wichtigen Stellen sind alle entsprechend besetzt, sodass eben da wichtige Informationen eben nicht mehr in irgendwelchen Publikationen auftauchen, die Breitenwirkung haben. Ne? Ja, das waren die zwei Punkte dazu erstmal. Ich meine, das andere ist eh klar, dass man sicherlich ein Produkt oder halt auch ein Opfer seiner Umwelt sein kann, wenn jemand sich halt nicht adäquat ernähren kann und keinen Zugang zu Trinkwasser hat, nicht an der frischen Luft ist. Das kommt ja alles dazu. Das ist ja alles letzten Endes für die Gesundheit des Menschen ausschlaggebend. Wir leben ja so weit weg von der Natur, das ist den Leuten ja gar nicht bewusst. Wir leben ja nicht irgendwie im Zelt, machen uns irgendwie frisches Quellwasser und so weiter, sondern wir laufen zum Supermarkt und verlassen uns darauf, dass irgendjemand das kontrolliert hat, was wir gerade einkaufen. Natürlich völliger Unfug ist, weil es dreht sich ja überall nur um Geld verdienen und Gewinnmaximierung. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt wieder ins Interview rein, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Dann werde ich mal eben schauen. Ja, mein Audio wird aufgenommen. Prima. Dann mache ich mal eben die Bilder so, wie sie sein sollen zur Lesung. Und dann machen wir noch die Lesung an. Und dann brüll bitte ganz laut auf, wenn du jetzt kein Audio hast. Normalerweise solltest du Audio hören. Und dann hören wir mal rein und pausieren dann wieder, wenn es wichtig wird. Ich sage euch jetzt schon, bei Minute 24 fällt euch wahrscheinlich sowieso die Kinnlade runter. Also dann wollen wir mal eben reinhören hier. HIV bei AIDS. Meine Damen und Herren, es liegen sehr, sehr viele telefonische Anfragen, übrigens inzwischen auch sehr, sehr viele Mails vor. Ich rufe gleich mal den nächsten Anruf ab. Es gibt ja eine ganz andere Form von anscheinend Virusepidemie, die ziemlich harmlos ist. Vielleicht gibt es aber auch dagegen einfach keine Medikamente. Und zwar habe ich jetzt wieder so um den 10. Mai herum erlebt, dass in verschiedenen Gegenden Deutschlands bei Familienmitgliedern und Bekannten diese Brechdurchfallgrippe mit etwas Fieber, die nach ein, zwei Tagen vorbei ist, aber ziemlich stark ist, schlagartig aufgetreten ist. Innerhalb von einer, zwei Stunden ging es den Leuten plötzlich schlechter und es war wirklich wie eine Epidemie. Wie passt das in das Bild des Autors? Ja, also zunächst mal muss man fragen, ist es tatsächlich epidemieartig aufgetreten? Im Prinzip ist beides möglich, dass man was, ist ja immer so, wenn es einem schlecht geht. Man denkt immer, habe ich was Verdorbenes gegessen oder habe ich mich irgendwo angesteckt? Beides ist häufig plausibel, weil man ja mit einem Personenkreis zum Beispiel zu Abend gegessen hat und am nächsten Tag geht es jedem schlecht. Haben aber auch alle Ähnliches gegessen. Also es kann sowohl eine Vergiftungserscheinung gewesen sein, als auch eine Infektionskrankheit. Es gibt ja Viren. Es ist ja nicht so, dass wir sämtliche Viren in Abrede stellen, sondern es gibt ja durchaus Viren, die auch Durchfälle machen, so Rotaviren zum Beispiel. Das ist aber eine harmlose virale Erkrankung und wir haben unser Immunsystem dafür, dass mit diesen Viren fertig wird. Es sei denn, es ist durch andere Einflüsse geschwächt. Das ist jetzt ja genau die Frage. Sie haben ja auch in Ihrem Buch diese Fragen drin, die ich am Anfang der Sendung genannt habe. Ist die Ursache ein Virus plus etwas anderes und so weiter? Und Sie zitieren in Ihrem Buch Louis Pasteur, die Mikrobe ist nichts, der Nährboden ist alles. Nun, das weiß man eigentlich auch aus der Schule, dass Pilze, auch Bakterien und so weiter auf einem bestimmten Untergrund, sagen wir mal, einer Darmflora und so weiter, gut gedeihen können oder nicht. Das heißt, man müsste sich doch eigentlich auch ganz wissenschaftlich, selbst wenn man davon ausgeht, es gibt diese Viren und die sind nicht ungefährlich, auch mit dem Umfeld beschäftigen. Ja, genau. Das ist meines Erachtens eine entscheidende Feststellung. Die Mikrobe ist nichts, das Terrain ist alles. Zu diesem Schluss ist ja Pasteur erst auf dem Sterbebett gekommen. Das ist das, was wir eigentlich tagtäglich erfahren. Es ist ja so, dass wir zum Beispiel eine Pilzbesiedlung im Darm haben, die aber harmlos ist. Und nur wenn das Terrain gestört ist durch schlechte Ernährung, ungesunden Lebensstil, Schlafmangel, Alkoholexzesse, Drogenexzesse, sonst was, dann können sich Pilze vermehren und dann können sie auch zu Krankheiten führen. Und dann können auch unter Umständen durchaus schulmedizinische Medikamente helfen. Mhm. Ja, ein Kollege von mir hat kürzlich den Satz geprägt, die Schulmedizin rettet vom Ertrinken und die Ganzheitsmedizin
lehrt das Schwimmen. Schöner Spruch, aber wenn wir mal gerade auf die Mittel zu sprechen kommen, bei Bakterien zum Beispiel wissen wir, da kann man Antibiotika einsetzen. Die haben natürlich den Nachteil, auch das ist bestens bekannt, dass sie eben keinen Unterschied machen und die guten, sag ich mal, und die schlechten Bakterien gleichzeitig töten. Bei Viren müssen die Mittel eigentlich ja noch aggressiver sein. Ja, antivirale Medikamente sind fatalerweise darauf angewiesen, dass sie die DNA, vorzugsweise natürlich gerne die virale DNA, hemmen bzw. terminieren. Also vom Grundsatz her sind das Medikamente, die die DNA, also die Zellentstehung, also die, dann in dem Verlauf, die Kernsäure am Wachstum stoppen. Das heißt, die Zelle stirbt dann ab. Das Virus unter Umständen eben auch. Aber wir kaufen diesen antiviralen Vorteil mit dem Nachteil, dass wir eben die DNA, die Zell-DNA schädigen. Sprich, alle wachsenden Zellen im Körper werden geschädigt. Und da ist in erster Linie das Knochenmark zu sehen. Und das war auch das Problem bei der antiviralen Therapie mit AZT, was uns dann irgendwann auffiel, dass das Knochenmark völlig kaputt war nach tagtäglicher Einnahme von 1,5 Gramm AZT. Das war ja die Dosis damals, die empfohlen wurde. Also gegen AIDS, gegen AIDS, an der die Patienten dann alle gestorben sind. Und das Schlimme ist eben, dass diese Übertherapie dazu geführt hat, dass alle Welt glaubt, dass HIV ein tödliches Virus ist. Ja, sonst würde ich ja da heute gar nicht mehr drüber reden, wenn das eine einmalige Geschichte gewesen wäre. Aber es hat die Überzeugung, dass HIV ein tödliches Virus ist, in Stein gemeißelt sozusagen. Und das ist ja bei den Vögeln gar nicht so viel anders. Also an dieser Vogelgrippe sind ja eigentlich verhältnismäßig wenige Vögel gestorben. Die meisten Vögel sind nicht gestorben, sondern getötet worden. Wofür man übrigens in den Medien ja immer dieses schöne Tarnwort Keulen neuerdings benutzt. Die sind ja eigentlich vorbeugend getötet worden, damit nichts passiert. Genau so ist es, ja. Also die vorbeugenden Maßnahmen oder die Maßnahmen gegen das Virus heutzutage sind immer mit offensichtlich wesentlich größerem Schaden behaftet als der Schaden, der überhaupt entstehen könnte, wenn man den Dingen ihren freien Lauf ließe. Da fragt gerade ein Hörer aus St. Wendel per E-Mail, ob es solche Epidemien nicht schon immer gegeben hat. Kommt die Aufregung nicht einfach daher, dass in den Medien heute stärker darüber berichtet wird? Und was meinen Sie zu einer demnächst angekündigten Grippe-Pandemie, also einer weltweiten Seuche? Ja, das ist also wildeste Spekulation, dass eine weltweite Seuche kommen könnte, ist in meinen Augen völlig ausgeschlossen, weil... Ja, da muss ich jetzt mal eben pausieren. Seiner Meinung nach 2011 ist es völlig ausgeschlossen, dass es zu einer weltweiten Grippeepidemie kommt. Der Mann weiß, wovon er spricht. Und heutzutage verkaufen sie uns genau das, was er hier als eine Utopie nennt. Also ich meine, noch deutlicher kann man das nicht, auch nicht sein. Der Mann hat das in 2011 gesagt und wahrscheinlich 10 Jahre davor auch schon gewusst und wahrscheinlich auch gewusst, als er 2006 sein Buch zum ersten Mal veröffentlicht hat. Das finde ich eine sehr bemerkenswerte Aussage, die er hier gerade trifft. Und ich spule gleich nochmal zurück. Er sieht ja auch die Panikmache bei Schweinegrippe, Rinderwahn und Vogelgrippe und MERS. Er sieht ja auch letzten Endes im Laufe der Zeit, dass sich das Muster wiederholt hat. Ja, das zum einen. Zum zweiten habe ich da noch so ein... Seine Grundeinstellung ist ja, dass es Viren gibt. Ich kenne aber auch Menschen, die vom Fach sind und die sagen, das ist was ganz anderes. Also es ist immer die Frage, wo man da anfängt zu suchen oder in Frage zu stellen. Und er sagt ja hier aus in dem Buch, dass es Viren gäbe, nur dass die halt maßlos übertrieben werden, weil Wahn ist ja eine wahnhaftige Vorstellung, also man wird ja da wahnsinnig, ne? Also die Leute werden wahnsinnig vor Angst auch, ne? Dass sie halt irgendetwas bekommen. Und das ist letzten Endes, und interessanterweise ist ja auch so eine medizinische Maske auch noch dann da abgedruckt. Aber für mich ist halt einfach die Frage, wo wir da überhaupt mit der Nachfrage anfangen. Denn es ist letzten Endes so, solange es solche Bücher gibt, kann sich kein Medium, egal wie mächtig das ist, auf die Fahne schreiben und von der angeblichen Tatsache berichten, dass die Wissenschaft sich einig wäre. Das ist immer so die Geschichte, dieses Autoritätsargument komplett zu sagen oder ein Mehrheitsargument zu sagen, also die Wissenschaftler sind sich alle einig und alle anderen haben einfach ein Brett vom Kopf oder sind einfach nur so dumm.
Und das ist wichtig, dass man halt auch einfach verschiedene Lager hat. Denn wie soll sonst Verbesserungen überhaupt einhergehen, wenn alles direkt geglaubt wird und nichts hinterfragt wird? Dann sind wir ja nicht unbedingt die Intelligentesten, wenn wir alles dann einfach so hinnehmen, was uns da vorgeworfen wird. Ich finde es einfach wichtig, dass man nicht darauf reinfällt, dass uns jeder mögliche Mensch in den Medien erzählt, dass es alles andere sind Leugner. Ne? Also jemand, der nicht auf Linie ist, ist direkt ein Leugner. Ja, weil angeblich ist ja alles bewiesen und das stimmt ja eben nicht. Aber du siehst einfach die Medienmacht daran, dass letzten Endes nur noch ein paar wenige Menschen überhaupt sich nach vorne trauen, ins Rampenlicht sich stellen und Bücher schreiben darüber. Und alles andere wird ja irgendwie totgeschrieben oder totgeschwiegen. Und das finde ich halt wichtig zu sagen. Es gibt keinen Konsens in der Wissenschaft. Es gab es nie und es wird es auch nie geben. Es wird nur den Menschen so verkauft, als wenn sie ja völlig unbeschwert irgendwelche Sachen in sich reinstopfen und alles wird gut. Ja. Ja, Michael, da können wir ruhig noch ein wenig mehr drüber sprechen, was du jetzt gerade angeschnitten hast. Ich finde das nämlich gar nicht mal unwichtig. Der Punkt ist von, er streitet ja nicht ab, dass es Viren gibt. Nun, ich habe da persönlich eine Meinung zu, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin auch kein besonders schlauer Mensch, ich habe nicht studiert. Aber mein gesunder Menschenverstand, der vor allen Dingen auch beruht auf dem, was in der Bibel drin steht. Ich verstehe, dass es Bakterien gibt. Da ist niemand, der abstreitet, dass es Bakterien gibt. Und wir sind ja Menschen, wir sind ja auch voll, wir haben hunderte Millionen oder sogar Milliarden Bakterien im Darm und alles drum und dran, die wir auch brauchen. Das Problem ist, dass die Menschheit es immer gerne im ganz Kleinen sucht. So haben sie zum Beispiel ja mal gesagt, das Atom ist das kleinste Teil, das es da gibt. Bis sie dann das Atom gespalten haben und festgestellt haben, dass da noch viele andere Sachen sind. Ja? Man geht immer in diese kleinen Dinge rein und man will immer klein machen. Weil wenn etwas ganz klein ist, ist es schwierig nachzuweisen, dann kann man den Leuten was weismachen, kann man den Leuten was erzählen. Das mit Bakterien und mit Viren ist das ganz genauso. Nun, der Dr. Köhnlein sagt, es gibt Viren. Aber dann schreibt er ein Buch, in dem er jede Krankheit, die an Viren in dieser Welt gelingt wird, Corona, Masern, Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, Polio, spanische Grippe, Pocken und so weiter. Jede dieser Krankheiten, die in der Welt an Viren gelingt wird, widerlegt er, und zwar mit guten Studien, mit guten Quellen, das will ich gar nicht abstreiten, und sagt, schau mal, da sind ganz andere Ursachen für. Ich bin inzwischen bei dem Buch in dem Kapitel ein bisschen weiter als da, wo ich heute Abend vorgelesen habe und fange jetzt an, auf Seite 76 zu lesen, Polio, Pestizide wie DDT und Schwermetalle im Verdacht. Das heißt, da geht es darum, dass es ganz andere Ursachen gibt, die Polio ausgelöst haben, also diese Kinderlähmung, die ganz stark bekämpft wurde in den 60er Jahren. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich Anfang der 70er Jahre zur Schluckimpfung in Blankenese gegangen bin, da am Bahnhof irgendwo, das weiß ich sogar noch ganz genau. Keine Ahnung, wie alt ich da war, aber das war wohl Anfang der 70er Jahre irgendwo. Und ich hatte Polio halt nicht als Spritze bekommen, sondern als Schluckimpfung. Da gab es ein Stück Würfelzucker, da wurde was drauf gemacht, das hat man dann geschluckt und zack, war es gegen Kinderlähmung geimpft. So. Und diese ganzen Krankheiten, die ich gerade eben aufgezählt habe, und auch Polio, wo ich jetzt in dem Buch mich beschäftige, deckt der Doktor auf, sind nicht an Viren gelingt. Aber trotzdem sagt er, Viren gibt es. Und das ist irgendwo, finde ich zumindest, ein Widerspruch in sich selber. Wie siehst du das, Michael? Ja, und deswegen habe ich das auch eben so benannt, weil er das gesagt hat und dann gleichzeitig schreibt er ein Buch gegen den Viruswahn und sagt letzten Endes ja mehr oder weniger, dass es auf das Milieu ankommt. Und das Milieu, worauf es ankommt, ist letzten Endes der menschliche Körper oder die Funktionsweise, das Intaktsein des menschlichen Körpers, der Darmflora und der Haut und des ganzen Zellsystems und so weiter und so fort. Und wenn Viren eben keine lebendigen Bauteile sind, sondern auf einen Wirt angewiesen sind, können es auch körpereigene Funktionen sein, die eben genau solche Sachen steuern. Ja, in dem Moment, wo irgendjemand sich für so überschlau hält und sagt, wir können in die Natur des Menschen oder in die Natur eines Organismus eingreifen und den verbessern, dann spielt derjenige halt einfach Gott. Und derjenige, deswegen glaube ich auch an die Geschichte nicht, dass man also da irgendwie mit einer mRNA-Disposition, einer Programmierung irgendetwas verbessern kann.
Man greift in einen komplexen Organismus ein, der so hochkomplex ist, dass man als normaler Mensch innerhalb seiner Lebensspanne auch bei dem jetzigen Stand der Forschung garantiert nicht alle Wirkungen und Nebenwirkungen und Korrelationen im ganzen Körper absehen kann. Und das ist für mich eine Geschichte zu sagen, die sind für mich größenwahnsinnig. Und ob es jetzt Viren gibt oder nicht, oder ob man die jetzt anders benennt, oder ob das jetzt Abfallprodukten von irgendwelchen Stoffwechselaktionen sind und was es dann sind, definitiv, wenn ich ein Buch schreibe mit dem Namen Viruswahn und ich widerlege die ganzen Geschichten, dann ist es schon fast eine Schutzbehauptung zu sagen, dass es das so funktioniert wie die Schulmedizin. Denn eigentlich hätte er jetzt hingehen müssen und sagen, okay, ich habe in meiner Zeit der Studien das und das und das herausgefunden, das stimmt alles nicht, das heißt, diese ganzen Annahmen sind falsch. Warum stelle ich nicht das Grundaxiom, die Grundannahme auch in Frage? Die Frage muss man sich ja stellen. So sehe ich das. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Er hätte die Virusexistenz in Frage stellen müssen. Ja, zumindest das gängige Erklärungsmodell. Denn wenn eben genau die Krankheiten, die daraus resultieren, eben genau nicht in dieser viralen Ebene zu suchen sind, macht dann auch die Behandlung, eine virale Behandlung, eben keinen Sinn. Das ist ja genauso, als wenn er dann sagt, man kann Cholesterinblocker und alles nehmen, man müsste eigentlich die Lebensweise ändern. Also die Frage ist, was müsste man denn ändern, um das Immunsystem der Menschen hochzubringen? Also ist diese ganze Virusgeschichte ist letzten Endes doch nur eine Methode, den Menschen weiszumachen, dass es irgendetwas brutal Gefährliches gibt, was man mit bloßem Auge, mit euren Sinnen überhaupt nicht sehen könnt. Aber wir sind so überschlau, wir sind die Halbgötter in Weiß, wir haben die Instrumente, wir haben die Tests, wir haben das Super-Elektronen-Hyper-Duper-Super-Mikroskop und wir können das alles vergrößern und wir können das alles sehen. Und dann kriegst du dann so Sachen gezeigt im Internet über ein Virus, was genauso gut ein Pickel sein könnte. Ja, du musst es glauben, es ist ein Glauben, es ist letzten Endes, solange meiner Meinung nach diese Geschichte die Kosch'schen Postulate nicht erfüllt, ist es meiner Meinung nach nicht erwiesen, dass irgendetwas aus dieser Grundannahme heraus bestätigt wird. Das ist für mich die Sache. Eigentlich müsste man uns beweisen. Wir müssen nicht beweisen, dass sie falsch liegen. Die müssen uns beweisen, dass sie richtig liegen. Und das können sie nicht. Das ist richtig. Ja, vor allem die Kosch'schen Postulate sind doch, glaube ich, etwas, wo er später in diesem Interview noch drauf eingeht. Die sehr, sehr wichtig sind und die total weggelassen werden, auch in der heutigen Pandemie. Ja, die RKI sagt, es ist völlig uninteressant, macht man heute gar nicht mehr. Es war aber damals mal so. Weil in der Wissenschaft gibt es ja keine Absoluten. Ja, in der Wissenschaft gibt es ja nur immer relative Sachen. Also es hängt mal vom Standpunkt des Betrachters ab oder vom akademischen Grad oder meinetwegen vom Parteiabzeichen, wie auch immer. Es ist ja immer die Frage, wer welche Wahrheit gerade wann verkündet. Das Problem ist nur, dass die Wahrheit von heute die Lüge von morgen sein kann. Wenn wir mal festgestellt haben, das kommen wir ja später in dem Buch noch drauf zu sprechen, gibt es viele Dinge, die so nicht den Einzug gehalten haben in den Mainstream. Und da liegen wir genau bei der Geschichte, wo fangen wir an? Wir müssen eigentlich beim Ursprung anfangen. Und der Ursprung ist letzten Endes, wenn wir jetzt schon wissen, dass Robert Koch und Louis Pasteur, ich sag mal wohlwollend, geschummelt haben, nur um weltweiten Ruhm einzuheimsen oder Nobelpreise und was auch immer, dann scheint ja schon die Grundannahme Fehler zu beinhalten. Und warum muss ich dann halt letzten Endes jetzt heutzutage irgendwelchen anderen Menschen glauben, die genau auf dieser falschen Grundannahme ihre Theorien aufbauen? Ja, ich gehe ja nicht zu einem Architekten, der schon irgendwo, wo ein Haus in Treibsand versinkt und sage immer hier, das Haus ist zwar morsch und es stinkt überall, aber bauen wir doch mal einen schönen Fürst, machen wir doch mal oben eine schöne Studie mit einem Balkon drauf. Sondern ich würde ja sagen, okay, wenn unten schon der Keller nicht vernünftig ausgebaut ist und alles nass und morsch und feucht ist und das alles nicht ist, dann taucht der Typ nichts. Ja, dann würde ich den auch nicht mehr, dann würde ich da auch noch keine anderen aus dieser Firma, die dieselbe Idee haben und dieselben Materialien bewerkstelligen, das ist mal ein ganz blödes, plakatives Beispiel, den würde ich doch auch nicht mit dem Innenausbau meines Hauses beauftragen, wenn er schon das Fundament nicht richtig gesetzt hat. Also wem soll ich denn da vertrauen? Ich würde niemandem vertrauen. Ich würde halt einfach endlich mal das einsetzen, wo alle was dagegen haben, und das ist der gesunde Menschenverstand. Ja, man muss letzten Endes dann wirklich dahin gehen und sagen, okay, kann das alles überhaupt so stimmen?
Ja, warum ist denn alles wirklich so heutzutage so wahnsinnig da draußen, dass man so super spezielle Sachen braucht und dennoch sind sich die Fachwelt nicht einig. Es wird ja nur so getan, als wenn sie sich einig wäre. Aber meiner Meinung nach ist das Fundament schon so löchrig, dass wir eigentlich nichts wissen und letzten Endes nur so die plausibelste Hypothese eigentlich akzeptieren. Aber wissen tun wir eigentlich nichts. Wir glauben ein wenigen Autoritäten, nur wenn wir uns die Autoritäten selber angucken, dann merken wir, dass diese Autoritäten gar keine sind, sondern eigentlich Menschen sind, die nach Ruhm und nach der Liebe zum Geld und nach Anerkennung aussehen und deswegen im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen. Siehe Robert Koch. So viel sage ich jetzt erstmal dazu, zu der Virengeschichte. Ich kann es ja nicht beweisen. Ich kenne Menschen ja, auch du kennst Menschen, die da eben eine ganz andere Meinung haben. Ich kenne auch Privatmenschen, die da eine ganz andere Meinung zu haben. Aber ich würde mich jetzt nicht auf eine biologische oder biochemische Diskussion hier verlassen. Dafür habe ich halt einfach nicht die Expertise dazu. Und im Endeffekt ist es dann auch so, die Frage ist, wie viel wirklich von dieser ganzen Wissenschaft tatsächlich haltbar ist. Es gibt ja nur ganz wenige Menschen, die in der Lage sind und auch die Mittel haben, sich jetzt eines großen Forschungslabors da zu bemächtigen und dann zu sagen, so, wir gucken jetzt wirklich mal nach und wir machen jetzt hier Tests mit Blindtests und Peer Reviews und so weiter und so fort. Also wir reden da von einer Wissenschaft der Eliten. Wir reden von Dingen, die der normale Mensch auf der Straße und auch der normale Arzt, dem jetzt der Mensch, der gerade die Sendung jetzt hier sieht, vertraut, nicht nachvollziehen kann. Die müssen glauben. Die müssen der Ärzteschaft, die müssen den Ärztekollegien, die müssen letzten Endes den Seuchenanstalten und wem auch immer, die ganzen Instituten, die müssen denen glauben. Die können das nicht nachprüfen. Muss man sich mal vorstellen. Also ist in der Hierarchie einfach so, du hast eine riesen Pyramide und oben stehen ein, zwei Menschen, die da halt dann sagen, ich finde jetzt hier die absolute Autorität, wir haben ja letzten Endes eine Auszeichnung, einen Nobelpreis oder was auch immer. So, und unten drunter wagt ja keiner, die Autorität in Frage zu stellen, weil die sofort einen auf den Deckel kriegen von der Politik und von den Menschen, die dahinter stellen und so weiter und so fort, bei den Nutznießern da und Industrie. Und nach unten hin duckt sich alles weg und versucht höchstens nach oben zu kriechen. Aber es findet letzten Endes da kein Diskurs statt, großartig, weil oben drum stehen die Leute, die sagen, ihr seid doch eh zu doof, um alles zu begreifen. Wir haben hier ein Hubble-Teleskop, wir haben jetzt hier die empfindlichste Mikroskop der Welt und so weiter und so fort. Und die anderen sagen, ja gut, dann müssen wir einfach glauben. Und wenn da was passiert, dann wird nach unten die Sache weitergereicht und dann passiert eben unten die Katastrophe und nicht oben. Und ich glaube, wenn wir uns das mal angucken, wie so die Bevölkerung aufgesplittet ist, dann trifft das die Situation im Augenblick ganz gut. Der Großteil der Menschen ist von einer absolut kleinen Elite unbedingt abhängig, weil diese kleine Elite dann so eine Kraft und so eine Macht hat, die dann letzten Endes die Politik in welcher Form auch immer dazu bringt, Gesetze zu beschließen, sodass die breite Masse im unteren und mittleren Teil der Pyramide einfach nur gehorchen muss. Blinder Gehorsam. Ja. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Reicht auch, glaube ich. Ja, danke schön für deine Ausführungen. Du hast ein paar Mal das Wort Autorität gebraucht. Mhm. Und ich kann nicht umhin, da mal eben zu sagen, ja, da müssen wir doch mal auf die einzige Autorität schauen, die wir als Christen auch wirklich haben. Das ist nämlich die Autorität Gottes, der sich uns offenbart in seinem Buch. Und wenn wir dann über Krankheiten, über Pandemien und solche Sachen sprechen, da müssen wir uns doch noch mal eben in Erinnerung rufen, dass Gott diese Welt perfekt geschaffen hat, aber der Mensch durch seinen Ungehorsam die Welt zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Dass diese ganzen Dinge wie Krankheiten, ob sie jetzt von Bakterien kommen, ob sie von Viren kommen oder wo sie auch herkommen, Krankheiten gibt es nur, weil der Mensch in Sünde gefallen ist. Also müssten wir uns doch nur darum bekümmern, und das ist im Grunde im Endeffekt die Botschaft, die ich mit diesen ganzen Videos überhaupt bringen möchte, und du auch, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir uns zu unserem Vater im Himmel, ich bin, der ich bin, bekennen und bekehren und erkennen, dass wir Sünder sind. Und durch das Annehmen von Jesus Christus und seines vergossenen Blutes am Kreuze die Wiedergutmachung akzeptieren, die er uns als Geschenk anbietet. Wir müssen uns doch gar nicht um die großen Probleme oder die kleinen Probleme in dieser Welt kümmern. Wir müssen uns um das einzige Problem kümmern, das uns wirklich das wirkliche Leben nimmt, nämlich das ewige Leben nimmt. Das ist Sünde. Wir müssen uns mit der Sünde beschäftigen. Wir müssen uns mit unserem Verhältnis zu Gott beschäftigen. Das ist wichtig.
dass wir hier auf dieser Erde sterben werden, das steht ganz deutlich in der Bibel geschrieben. Es steht geschrieben, es ist für jeden Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Und danach das Gericht. Diesen irdischen Tod ist noch niemand entgangen und wird auch niemand entgehen. Der ist unvermeidbar. Auf welche Weise er kommt, das ist eine. Der eine fällt von der Leiter, der nächste fährt mit dem Auto gegen eine Mauer, der dritte springt vom Zug, der vierte kriegt ein Virus oder eine Bakterie und siecht in der Krankheit dahin. Es gibt unterschiedliche Arten zu sterben. Jeder wird aber einmal sterben. Und später in dem Interview kommt eine ganz interessante Frau, die anruft, und da werde ich dann auch nochmal auf das Thema drauf eingehen. Aber diese ganze Diskussion, Viruswahn, wie wir heute in dieser Welt haben, bringt uns doch im Grunde oder sollte uns doch im Grunde noch nur darauf bringen, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir die Autorität Gottes akzeptieren und nicht die Autorität der Menschen. Es steht in der Bibel geschrieben, dass es besser ist, Gott zu gehorchen als dem Menschen. Und da geht's drum. Das habe ich immer gesagt. Es geht um Gehorsam. Es geht eben um Autorität. Welche Autorität erkenne ich denn? Erkenne ich die Autorität von Jesus Christus, der gekommen ist, um für mich zu sterben? Oder erkenne ich die Autorität vom Papst, dem Antichristus, der hier in dieser Welt regiert und die ganzen Geschicke leitet als Stellvertreter des Teufels hier auf Erden, um dafür zu sorgen, dass sein Herr und Meister so viel wie mögliche Anbeter bekommt. Weil da geht's doch schlussendlich drum. Was ist denn deine Meinung dazu, Michael? Ich denke, dass allgemein der geistige Hintergrund dieser ganzen Panik da draußen total unterschätzt wird. Ja, im Endeffekt ist es ja so, der Autor hätte sich ja auch gar nicht auf die medizinische Sache stützen müssen, sondern hätte eigentlich auch einfach auch sagen können, dass Angst krank macht. Ja, und im Endeffekt ist das, was da an medialer Dauerberieselung, an medialer Propaganda läuft, nichts anderes als eine psychologische Kriegsoperation. Angst macht krank, sagst du gerade. Das habe ich doch während unserer satanischen Medienagenda verschiedene Male genannt. Den Film von Rainer Werner Fassbinder, Angst, Essen, Seele auf. Habe ich verschiedene Male damals benannt. Und das ist ja genau das. Das haben wir in der satanischen Musikagenda auch besprochen, ne? Überleg doch mal, wie die da Propaganda gemacht haben, um die Zersetzung der Wehrkraft des Volkes, des Feindes in den Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht mehr genau, wie die das gesagt haben, auszuschalten. Die sind da rumgeflogen und haben Flugblätter verteilt, Flugblätter abgeschmissen. Tausende von Flugblättern hat der Motto, ihr könnt eh aufgeben, ihr seid umstellt oder hat keinen Sinn mehr und wir rücken immer nah und ihr müsst euch ergeben und ich habe keine Ahnung, was da alles drauf stand. Ich weiß auch, dass die da mit Lautsprechern rumgeflogen sind und Lautsprecherwagen durch die Gegend und so weiter. Die Leute werden massiv beschallt mit diesen ganzen Nachrichten und irgendwann, wenn das halt tausendmal widerhallt überall, dann glauben die Leute das. Ja, wenn halt 1000 Leute da, sag mal, seit 20 Lastwagen rumfahren überall und sagen, der Krieg ist vorbei, dann glauben die Leute das. Ist ja nur mal ein Beispiel jetzt. Und das ist heutzutage ja nichts anderes. Damals, was als Propaganda am Krieg gemacht worden ist, hinter den feindlichen Linien irgendwelche Flugblätter abzuwerfen und dann mit Lautsprecherwagen durch die Gegend zu fahren und solche ganzen Sachen und mit Falschmeldungen im Radio dann irgendwelche Truppen vorzutäuschen. Da gibt es ja auch diese Potemkinschen Dörfer und so weiter. Da gibt es ja auch Attrappen und so weiter, um den Feind halt was ganz anderes vorzugaukeln. Da ist nichts anderes als jetzt eine Propagandamaschine, die da angelaufen ist, und zwar weltweit zum selben Zeitpunkt. Und daran sieht man doch, dass das eine orchestrierte Geschichte ist. Das ist doch auch jetzt eben schon so, dass es dann vorher schon mal geplant worden ist, ein paar Monate vorher. Und zum Beispiel, dass es eben, was ja genau in dem Buch hier drin kommt, eben damals schon weltweit immer so mal getestet worden ist, wie man halt, wie weit man gehen kann oder wie viele Menschen irgendetwas glauben und nachher Angst haben, weil in den Medien eine Vogelgrippe kam oder eine Schweinegrippe kam. Und jetzt erst haben alle Angst, weil alle Medien aus allen Kanälen zur gleichen Zeit feuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden hier von einer Kriegspropaganda, meiner Meinung nach. Der Krieg eines angeblichen Virus gegen den Körper. Aber ich glaube letzten Endes, dass das die psychologische Komponente ist und deswegen eben der Angriff der Propagandamaschine, des Mainstreams, auf den sogenannten mündigen Bürger oder den gesunden Menschenverstand. Es geht im Allgemeinen, Michael, denke ich, um den Krieg gegen die Menschheit. Und derjenige, der die Menschheit hasst wie die Pest, das ist derjenige, der eben auch in diesem Buch sehr gut beschrieben wird. Der Widersacher, der Teufel.
Ja, ist ja so, die Propaganda, die da draußen läuft, heißt ja eigentlich, wir sind die intelligenten Wissenschaftler und ihr seid alle zu blöd. Ja, wir kommen hier mit unseren Modellen und die ändern sich auch permanent und man wird überflutet mit Informationen. Niemand hat die Zeit, alle Artikel sich durchzulesen und deswegen wird halt der Eindruck erzeugt, als wenn es da eine Elite gibt, die absolut Bescheid weiß und nicht zu hinterfragen ist. Ich meine, wenn mir jemand erzählt, in einer öffentlichen Sitzung im Fernsehen, ja, dass man Maßnahmen nicht zu hinterfragen hat, ja, dann frage ich mich einfach, wofür ich überhaupt 18 Jahre alt geworden bin, ne, 3x6, dann hätte ich ja eigentlich auch 6 bleiben können im Kindergarten mit Würmchen spielen. Apropos Maßnahmen, hattest du da nicht noch ein kleines Video vorbereitet, das wir in dieser Sendung mal kurz einspielen wollten? Ja, ich habe dir das Video ja geschickt und ich werde dieses Video auch, wenn dein Video hier rauskommt, werde ich meins schon... Ich glaube, am Freitag wollte ich das laufen lassen, aber wann du das sendest und wann du das bringst, das musst du selber wissen, wann es am besten in den Kontext dieser Sendereihe passt. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich habe es nicht hier. Ich gucke jetzt gerade mal eben. Ja, ich habe es dir ja geschickt, du könntest es ja... Ach, hier, also, ist es das hier, du ja. Könntest, genau, du könntest es ja auch theoretisch da später reinschneiden, dann haben die Leute das komplett in groß, ohne irgendwelche Balken von Skype oder so. Ne? Ja, das ist gut, dann schick mir das nachher nochmal und dann machen wir das am Ende der Sendung hinten dran. Ja, das musst du wissen, wie du das machst. Nur wie gesagt, es geht sich ja eben nicht um irgendwelche Hilfeleistung oder Wahrheit. Es geht sich letzten Endes nur darum, dass man im wahrsten Sinne des Wortes die bittere Pille schluckt, der Verantwortlichen, die dann halt sagen, du hast eben einfach nur den Mund zu halten, ja, deswegen setzt du ja dann auch eine Maske auf und du hast einfach nur nichts zu hinterfragen, denn wir sind letzten Endes die Spezialisten und ihr seid letzten Endes nur irgendwelche Laien und irgendwelche unmündigen Bürger, ja, passt ja dann alles dazu der gegenwärtigen Situation. Und man kann ja auch mit keinem irgendwie faktisch diskutieren, wir leben ja in so einer postfaktischen Zeit. Und deswegen tut es ja auch mal ganz gut, wenn es ja mal ein paar Ärzte und aufgeweckte Menschen gibt, die dann halt einfach mal das Wort ergreifen und mal ein paar Sachen in Frage stellen. Ob das jetzt ein Biologe ist à la Clemens Arvey oder ob es jetzt hier der Herr Dr. Köhnlein ist oder wer es nur immer ist. Aber halt diese schiere Dominanz in den Leitmedien sozusagen. Leitmedien, ja, ich brauche niemanden, der mich an die Hand nimmt. Ich kann schon laufen. Ich brauche keine Leitmedien. Ich bin nicht der Leithammel. Ja, ich bin nicht das Schlafschaf, sondern ich möchte jetzt letzten Endes eine vernünftige Antwort auf eine ganz einfache Frage haben. Und wenn ich eben sehe, dass da eben keine Antworten kommen, sondern nur Drohgebärden und nur Angstmacherei und Panikschürung, sind das für mich einfach psychologische Operationen, die den Sinn und den Hintergrund haben, die Bevölkerung mürbe zu machen. Es geht sich überhaupt nicht um irgendeinen Sinn hinterfragen und es geht sich schon gar nicht um die Wahrheit, wobei wir nämlich dann genau bei diesem Video sind, wovon der Jörg gerade gesprochen hat. Ja, das schauen wir uns dann zum Schluss dieser Sendung an. Dann gehe ich jetzt doch nochmal in das Radiointerview vom Dr. Köhnlein weiter, ein paar Sekunden zurück. Lassen wir uns das nochmal anhören, was er hier am Anfang der 24. Minute sagt. Und dann hören wir das hier nochmal und hören mal weiter rein. Ne? Immer gegeben hat, kommt die Aufregung nicht einfach daher, dass in den Medien heute stärker darüber berichtet wird und was meinen Sie zu einer demnächst angekündigten Grippe-Pandemie, also einer weltweiten Seuche? Ja, das ist also wildeste Spekulation, dass eine weltweite Seuche kommen könnte, ist in meinen Augen völlig ausgeschlossen, weil, wie gesagt, das Immunsystem der meisten Menschen im Moment gut funktioniert. Und die jährlich wiederkehrenden Zahl von Grippetoten sind auch mehr oder weniger Propaganda, um die jährliche Grippeimpfung wieder an den Mann zu bringen. Ja, er sagt ja noch was über das Immunsystem, weil das Immunsystem der meisten ja gut funktioniert. Und jetzt kommt eben genau der Punkt mit diesen Impfungen, mit diesen mRNA-Impfungen, die eben aktiv in das Immunsystem eingreifen. Und sie haben, lass uns mal sagen, 150 Jahre lang oder 100 Jahre lang doch mindestens versucht, unser Immunsystem anzugreifen, uns durch schlechte Ernährung, durch schlechten Lebensstil und so weiter dazu bringen, dass unser Immunsystem geschwächt ist durch Umweltgifte und all diese ganzen Sachen. Und sie sind nicht zu dem Resultat gekommen, zu dem sie gekommen sind. Also holen sie jetzt zum großen Schlag aus. Und das ist, wir verändern eben einfach die DNS. Ich wehre mich immer dagegen, DNA zu sagen, weil es ist DNS. Es ist Desribonukleinsäure, das deutsche Wort. Wir verändern im Grunde das Erbgut des Menschen, um uns einen Menschen zu schaffen, den wir gut kontrollieren können. Die schaffen sich ihre eigene Menschheit. Und wenn sie ihre eigene Menschheit schaffen, dann ist Jesus Christus nicht für diese Menschen gestorben. Das ist der Punkt, den sie sagen wollen.
Es geht wieder darum, um Jesus Christus aus der Gleichung herauszunehmen, der auf diese Erde gekommen ist, um für uns Menschen zu sterben. Für die Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Wenn jetzt Menschen mit Erbgutveränderungen geschaffen werden im Ebenbild des Teufels, dann sind für diese Menschen ist Jesus Christus nicht gestorben. Dann macht er sich seine eigene Schöpfung. So ist zumindest seine Denkweise, dass er das macht. Und das ist genau der Punkt, der hier angesprochen wird mit dem Immunsystem. Das Immunsystem der Menschen ist zu gut, also müssen wir das Erbgut der Menschen selber verändern, um eine andere Menschheit zu schaffen, die von dem Immunsystem her so angreifbar ist, dass sie kontrollierbar ist und dass wir nach dem Motto einen Knopf haben zum Ein- und zum Ausschalten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jemals den Film Dune, der Wüstenplanet, geschaut hat. Michael kennt den sicher. Und da gab es ja dieses eine Volk der Harkonnen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hatten alle so einen komischen Stecker da am Herzen. Da konntest du rausziehen, da war der tot. Das ist genau das, was sie wollen. Das ist die totale Kontrolle, die sie von jedem Menschen haben wollen. Sie müssen nur auf einen bestimmten Knopf drücken und der Mensch ist tot. Und das ist genau das, nach meinem Verständnis, was sie mit der Erbgutveränderung der Menschheit heutzutage erreichen wollen. Kannst du mir in der Denkweise folgen, Michael? Ja, und man sieht dann letzten Endes, dass es ja nur um die Frage geht, gehorchst du oder gehorchst du nicht. Das ist der Rahmen, der Diskussionsrahmen, der wird ja immer enger gesteckt. Ja, am Anfang ging es ja halt darum, dass alle erstmal begreifen mussten, dass es da eine weltweite Seuche gab. Und jetzt geht es halt nur noch um die Frage, ob du halt da mitmachst oder halt, ob du da dich verweigerst. Es geht ja überhaupt nicht mehr um die Gesundheit oder um irgendwelche Nachfragen zu dem Ursprung heraus, sondern der Rahmen wird immer kleiner gesteckt. Es ist überhaupt total indiskutabel, überhaupt noch Fragen zu stellen, wo überhaupt die ganze Geschichte herkam. Und daran siehst du letzten Endes, dass das eine gesteuerte Geschichte ist. Es ist nicht an der Aufklärung interessiert. Es ist letzten Endes nur daran interessiert, irgendein Produkt zu verkaufen. Und wer halt diese Macht, diese Geldmacht in diesem Land oder auf dieser Erde hat, ist ja nun mal auch ganz klar. Und deswegen stecken natürlich dann eben genau die Leute dahinter, die reich und berühmt werden. Weil im Endeffekt ist es da mit der Medizin ja genau, das ist letzten Endes eine Geldmaschine, was ja der Dr. Köhn dann ja auch schon in der letzten Folge dann angesprochen hat, die ja eben erst Premiere gelaufen ist. Es geht sich ja nur um dieses maximale Geldverdienen. In dem Moment, wo das Immunsystem modifiziert wird, in dem Moment ist es natürlich da mit anderen Dingen beschäftigt und deswegen sagte ja auch der Gerd van den Bos dann ja auch so, dass man halt eben in einer sogenannten Pandemie genau eben nicht impft, weil man dann eben Mutationen dann wiederum erzeugt und das Immunsystem halt einfach dann mittendrin und solche ganzen Geschichten. Aber man verengt uns den Diskussionsspielraum. Es geht überhaupt nicht mehr darum, um irgendwas zu hinterfragen, sondern es geht einfach darum, dass wir uns permanent nur noch mit ganz speziellen Themen beschäftigen, wo also überhaupt kaum noch ein Mensch mitkommt. Selbst diejenigen, die da halt studiert haben, da gibt es nur noch ein paar Koryphäen auf der Welt, die da so kompetent sind, dass sie Gehör finden. Und das ist eine Geschichte, die uns natürlich genau auf diese Ebene, auf diese materielle Ebene zwingt, diese Technokratie zwingt, dass wir letzten Endes für nichts anderes mehr Zeit haben auf dieser Welt, schon gar nicht die Bücher zu lesen oder uns über Wahrheiten zu unterhalten, sondern nur noch um die Frage, ob wir jetzt in den Urlaub fahren können oder ob wir einen Test machen müssen. Wir müssen uns dann freitesten, ja, als wenn wir... Also es wird immer enger gezogen, die Schlinge. Und die Menschen können nicht logisch denken oder überhaupt nicht vernünftig denken, weil sie weder den Glauben haben an die Bibel, noch frei denken können, weil sie halt nur von Angst beseelt sind. Und Angst hat eben nichts mit Liebe und mit Vertrauen zu tun. Wenn du halt einfach kein Gottvertrauen hast, dann hast du maximale Angst. Das heißt, die Menschen, die maximale Angst haben, können eigentlich gar kein Gottvertrauen haben. Daran ist blöder zu sagen, doof zu sagen, das tut mir auch so ein bisschen weh, das zu sagen, aber das ist auch ein Gradmesser des Glaubens, der da draußen halt plakativ zur Schau gestellt wird von Menschen, die halt freiwillig sich schon allem unterwerfen. Das ist genau das, worum es geht, Michael. Es geht um Kontrolle und es geht darum, um alle, wie du gerade eben sehr richtig gesagt hast, auf die materielle Ebene hinunterzuziehen und die geistige Ebene total auszublenden. Wenn wir geistig tot sind, haben wir nur die Materie. Und die Materie ist
unser Feind. Oder besser gesagt, das Materielle ist unser Feind. In der Bibel steht geschrieben, dass man da, wo ich meinen Schatz anlege, dass da auch mein Herz ist. Und wenn ich meinen Schatz, also meine ganzen Werte in dieses Materielle, in diese Welt lege, dann ist auch mein Herz in dieser Welt. Wenn ich das aber auf eine geistige Art und Weise tue, wenn ich meinen Schöpfer anbete und respektiere und nach seinen Gesetzen probiere zu leben, und wenn ich Jesus Christus folge und seinem Vater folge, dann habe ich ein ganz anderes Leben, als ob ich hier in dieser Welt lebe. Und genau das, Gott folgen, Jesus folgen, blenden sie aus. Und sie ziehen uns nur in das Materielle hinein, um das Geistige abzutöten. Damit werden wir stumpfsinnig und damit werden wir nur materielle Geschöpfe. Das heißt, wir sind nichts anderes als, ja, Perry Winkel hatte das mal gesagt in seinem Video über den Kohlenstoff. Ne? Wir sind im Grunde nichts anderes als Kohlenstoffsäcke, die hier rumlaufen, eben ohne irgendwelche geistigen Hintergründe. Und das ist genau das, was sie wollen, weil dann sind wir kontrollierbar auf ihrer Ebene. Und das sehen die meisten Leute eben leider nicht. Ja, interessantes Thema. Wir kommen dicht bei einer Stunde, aber ich möchte gerne noch ein paar Minuten in dem Video, in dem Interview eben weiterspielen. Ich habe kürzlich erfahren. Ja, sag mal. Ja, ich suche gerade. Es ging nicht so schnell. Ich wusste, dass es in Markus drin ist, aber mir war jetzt gerade nicht geläufig, welches Kapitel und welcher Vers. Aber da ist mir nämlich gerade noch eine Geschichte hier anheimgefallen, eben, wo ich gesagt habe, dass. Das geht eben nicht so schnell. Markus 8, 36 ist das genau so. Ja. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Ja, also sein ewiges Leben. Ja, wenn er also hier der Gewinner ist auf dieser Welt und dann sagt, ich möchte jetzt hier leben wie bisher und so weiter und allen gefallen und die ganze Welt schaut zu ihm auf und so weiter. Aber Jesus Christus sagt ja schon, wer sein in 8,35, Markus 8,35. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangelium Willens, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt, also diese materielle Welt gewinnt und sein Leben verliert? Sein ewiges Leben eben. Ja, eben, genau. Und das ist es eben. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ich meine, wenn das nicht die Situation da draußen beschreibt, dann weiß ich aber auch nicht. Nee, das beschreibt die Situation ganz genau, Michael. Ich bin dankbar dafür, dass du den Vers rausgesucht hast. Das war genau das, was ich eben auch meinte. Wenn sie uns auf diese materielle Ebene so hinunterziehen, dass wir das Geistige total verwerfen, dann akzeptieren wir nur, dass wir dieses materielle Leben retten müssen. Und da kommen wir ja später in dem Interview auch nochmal drauf. Da gibt es ja eine Zuhörerin, das weißt du ja auch, du hast es ja auch schon ein paar Mal gehört. Da gibt es ja eine Zuhörerin, die ankommt und sagt, wir brauchen einen ganz anderen Blick auf den Tod. Da werden wir dann sicher nochmal intensiv drauf eingehen, auf das Thema. Wir haben das jetzt schon mal angesprochen, weil ja, dieses Video oftmals natürlich auch für die Leute, die zuschauen, auch sehr, sehr weltlich ist. Das ist ja auch etwas, was ich in den Kommentaren der letzten Premiere geschrieben habe. Dieses Buch behandelt nur weltliche Probleme und keine spirituellen, keine geistlichen Probleme. Und das ist genau der Punkt. Das Geistliche wird komplett ausgeblendet und das ist eben das Gefährliche an der ganzen Sache. Dass man sich auf diese materielle Ebene hinziehen lässt und dass man sich auf das Leben hier auf der Erde konzentriert, anstatt sich darauf zu konzentrieren, was man tun kann, um das ewige Leben mit unserem Schöpfer in Ewigkeit haben zu können. Das ist das, was hier in dieser Agenda total ausgeblendet wird. Und das erzählen sie euch nicht. Deswegen bombardieren sie euch von morgens bis abends mit den sogenannten Problemen, die hier auf dieser Welt sind, dass wir uns nur darum kümmern und um nichts anderes. Dass wir die Bibel nicht mehr studieren, dass wir das Wort Gottes vergessen, und dass wir nicht mehr wissen, was da drin geschrieben steht. Wie zum Beispiel jetzt in Markus, was war es, 3? Was war die Stelle, die du gerade gelesen hast? Nee, das war das Kapitel 8 und dann ab 35. Ne? Ja, genau. Ja, Markus 8, 35 und fortfolgende Verse. Lest das mal durch und
Wir hören uns noch mal kurz in das Interview rein, dass wir vielleicht so bis 25 Minuten ungefähr kommen, und dann machen wir nächste Woche da weiter. Wie diese Zahl ermittelt wird von den 20, 30.000 Grippetoten. Ich hatte nämlich selbst noch nie einen erlebt, deswegen frage ich mich immer, wo kommt das eigentlich her? Und da musste ich mich belehren lassen, das ist die Übersterblichkeit im Winter. Davon wird die Sommersterblichkeit abgezogen, also die Leute, die im Sommer sterben. Also im Winter sterben mehr Leute? Im Winter sterben mehr Leute und die Sommersterblichkeit wird davon abgezogen. Was übrig bleibt, wird der Grippe zugeschoben. Das sind dann so 20.000 bis 30.000 Tote pro Jahr. Das können aber doch auch Leute sein, die unter das Auto gekommen sind. Das kann alles sein, ja. Mhm. Ja, das kann alles sein. Okay, hier höre ich jetzt auf. Er sagt, das kann alles sein. Und das ist genau das, was wir heute in der Agenda von Covid erleben, dass Menschen, die eben, wie der Interviewer hier sagt, ja, aber das können auch Leute sein, die unters Auto gekommen sind, wenn man heutzutage an Herzinfarkt stirbt, Schlaganfall stirbt, wenn man erschossen wird, wenn man sich aufhängt, wenn man im Autounfall stirbt, aber man ist sozusagen zwischen Anführungszeichen infiziert mit diesem Coronavirus, dann zählt man als Corona-Toter. Also, in diesem Fall jetzt, wie er es hier sagt, das wird halt der Grippe zugeschrieben. Ob das auch wirklich von der Grippe abhängt oder nicht, das spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Die Übersterblichkeit ist einfach nur die Differenz zwischen den mehr Toten im Winter gegenüber den weniger Toten im Sommer. Und da muss man einen Schuldigen für finden, und das ist dann halt die Grippe. Ja, da kommt Corona ja wie gerufen. Michael, ich lasse dir noch eben den abschließenden Kommentar für unsere Sendung heute, und danach spiele ich dann diesen kleinen Film ein, den die Leute sicher mit Spannung erwarten. Also für dich heute das abschließende Wort zur Sendung heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Abonnieren und vielen Dank dafür, dass jemand da draußen uns auch unterstützt, dass es andere Menschen gibt, die eben auch nicht aufgeben und die auch für andere Menschen eine Kraft und ein Vorbild sind, um weiterzumachen und trotzdem weiteren Sinn in dem Leben zu sehen, und wenn es auch derjenige ist, um entweder das Evangelium weiterzutragen oder zumindest Menschen Hoffnung zu machen. Denn das Beste ist, wenn man einen kranken Menschen hat, dass der wirklich Liebe bekommt, Unterstützung bekommt von jemandem, der ihn mag. Denn dann empfindet auch dieser kranke Mensch wieder einen Sinn im Leben, dass er sieht, dass sein Leben und auch sein Leiden nicht umsonst ist, sondern dass er, selbst wenn er leidet und wenn er krank ist, jemand anderem auch eine Freude macht. Ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Niemand kann gesund werden, der einsam und alleine ist und im Stich gelassen wird. Und deswegen gilt es eigentlich, da dieses Gebot der Nächstenliebe weiterzutragen, was natürlich aufgrund dieser Maßnahmen da draußen so konterkariert wird. Da geht es ja nur um den Egoismus jedes Einzelnen. Aber wir als Christen, wir sehen uns letzten Endes hier als liebende Gemeinde und als liebende Menschen, die eben anderen Menschen helfen wollen. Das ist auch der Grund, warum wir eben jetzt hier nicht mit dem Orangensaft in der Hängematte liegen oder jetzt um diese Uhrzeit schon irgendwo im Bettchen liegen und die Beine hochstrecken, sondern was wir eine ganze Menge Arbeit uns machen mit Videos, mit Bücher lesen, mit Diskussionen und mit dem Austausch und so weiter. Da geht halt der Großteil unserer Freizeit sozusagen drauf. Und das machen wir halt gerne, weil es halt eben unsere Pflicht ist, das Evangelium weiterzutragen, gemäß Markus Kapitel 16, Vers 15. Und das ist eben das, was wir machen. Wir machen das aus Liebe. Wir machen das ja nicht, um jetzt irgendwelche Menschen in irgendeiner Art und Weise jetzt hier korrigieren zu wollen, sondern wir sagen halt unsere Sicht der Dinge. Und wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann würde ich mich darüber freuen, wenn Sie sich auch in Ihrer Freizeit mehr die Zeit nehmen würden, entweder halt genau in diesen Heiligen Schriften zu lesen, nach den Kapiteln und nach den Versen, die wir eben benannt haben, und auch um ihre Mitmenschen, denn die sind jetzt gerade besonders gefragt in dieser Zeit. Ja, da gibt es kein größeres zwischenmenschliches Gut als Liebe, Verständnis und Pflege. Das ist genau das, was in unserem antichristlichen System völlig unter den Rost kehrt. Bei uns zählen nur Egoisten mit Fußballer, Formel-1-Fahrer und was weiß ich noch alles und irgendwelche Starschauspieler, und hast du nicht gesehen, die halt maximale Villen haben, zig Swimmingpools, Groupies, Autos und so weiter und so fort. Aber der oder diejenige, die ihre Eltern zu Hause pflegen und die halt in der Seniorenpflege zu tun haben, mit gehandicapten und behinderten Kindern zu tun haben und so weiter, über die redet kein Mensch. Die kriegen dann nicht das Bundesverdienstkreuz. Und um diese Menschen geht das, dass diese Menschen, die auch in hilfeleistenden Berufen sind, dass die auch Unterstützung bekommen und nicht alleine gelassen werden, so nach dem Motto, oh, du hast mit Kranken zu tun, oh, bitte bleib gesund.
Ja, oder bleiben Sie gesund, schon als Befehl, ne? Du hast gesund zu bleiben, ansonsten bist du halt, bist du nichts zu gebrauchen, du bist ja krank, das ist ja, geh weg. Ja, guck mal. Jesus hat gesagt, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Also brauchen wir weniger den Arzt, sondern wir brauchen letzten Endes den Glauben und die Menschen, die krank sind, brauchen ganz viel Glauben und am besten durch die Menschen, die eben glauben, so wie wir und wahrscheinlich auch so wie euch da draußen, denn ansonsten würdet ihr wahrscheinlich euch nicht die Stunde Zeit genommen haben, das ganze Video zu gucken. Also von daher vielen Dank, dass ihr Botschaften weitertragt und vielen Dank, dass ihr auch anderen Menschen Mut macht und vor allen Dingen Menschen auch Mut macht und euch Zeit verbringt mit Menschen, die krank sind. Denn dann besteht die Chance, dass diese Menschen auch wieder gesund werden. Gesund im Sinne der Medizin, gesund im Sinne der Menschen und auch gesund im Sinne Gottes. Vielen Dank, danke für alles, lest eure Bibel und Maranatha. Das ist das, was manche nicht verstehen. Wir reden ja hier nicht über Wahrheiten, wir verkünden auch keine Wahrheiten. In der Politik geht es nicht um Wahrheiten. Aha. Es geht um Abwägen. Nur die banale Frage, Maske tragen in der Schule oder nicht.